Manfred hat vorhin in der ersten Rede angekündigt, dass wir ja durchaus Lösungen haben, dass die aber später kommen würden. Dieses später ist das jetzt. Denn als nächsten kündige ich an Mauri Fischbein. Mauri Fischbein ist mein Kollege im Stimmkreis 108. Er ist der Direktkandidat für den Bezirkstag hier in München und ist Sprecher unserer Arbeitsgemeinschaft 60+. Und er wird euch jetzt erläutern, welche Lösungen wir Piraten denn für das Rentenproblem aufzuzeigen haben, damit ihr auch wisst, tatsächlich, wir sind hier jetzt nicht nur da und fordern irgendwas, sondern wir haben tatsächlich ja auch konstruktive Lösungsvorschläge und wollen diese aktiv in die Politik einbringen. Mauri Fischbein, bitte. Martin, vielen Dank. Schön, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Ich möchte ein paar Worte zum Rentenprogramm der Piratenpartei sagen. Mein Name hat der Martin schon erwähnt, ich heiße Mauri Fischbein, bin 57 Jahre alt und bin Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft 60+ der Piratenpartei und auch mitverantwortlich für die programmatische Entwicklung des Rentenprogramms der Piratenpartei. Wir haben ja heute hier so einen wunderschönen sonnigen Tag. Aber wenn man sich die Rentenpolitik der vergangenen Jahrzehnte anschaut, müsste sich eigentlich der Himmel auftun und man müsste bitterlich weinen, wie diese Rentenpolitik sich entwickelt hat. Jetzt fragen Sie sich sicher, was wollen denn die Piraten eigentlich mit der Rente? Die interessieren sich doch eigentlich nur fürs Internet. Aber glauben Sie mir, meine Damen und Herren, wir haben eine Menge mit der Rente zu tun. Denn auch unsere Mitglieder und Wähler sind Menschen aus Fleisch und Blut und bestehen nicht nur aus Bits und Bytes und Neuronen. Und diese Menschen wünschen sich auch im Rentenalter eine gesicherte Versorgung und keine ungesicherte Zukunft. Schauen wir uns doch mal die Rente in der Vergangenheit an. Meine Damen und Herren, betrachten Sie doch mal, was unsere etablierten Parteien in den letzten 10 Jahren aus der Rente gemacht haben. Sind Sie damit zufrieden? Ich, meine Damen und Herren, bin es nicht. Haben diese Herrschaften es geschafft, ein zukunftsfähiges Rentenmodell für das 21. Jahrhundert auf die Füße zu stellen? Nein. Stattdessen wird ständig an der Rente rumgedoktert. Aber denken wir an unsere Regierenden, nur an die nächste Wahl. Und was passiert dann? Nichts, meine Damen und Herren. Oder es wird schlimmer. Und vor allem wird es immer unverständlicher. Wer von Ihnen weiß denn, wie die Rente heute berechnet wird? Mit ihren Entgeltpunkten und Beitragszeiten und Reduzierungen. Da heißt es dann, wenn man nachfragt, das ist eine komplizierte Formel. Das, meine Damen und Herren, ist mir persönlich zu wenig. Ich will mich nicht weiter für dumm verkaufen lassen und ich denke, Sie wollen das auch nicht. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Im Jahre 1986 hat unser damaliger Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm vollmundig verkündet, die Rente ist sicher. Dabei weiß man heute eins sicher, die Rente wird immer weniger. Für das Jahr 2018 rechnen wir mit einem Rentenniveau von 43%. Damit, meine Damen und Herren, können viele Rentner nicht über die Runden kommen. Lassen Sie uns über dieses Horrorszenario im Moment nicht weiter nachdenken, sondern ich will darauf zurückkommen, was wir Piraten am derzeitigen Rentensystem verbessern wollen. An was krankt denn das derzeitige Rentensystem? Es krankt vor allem an der Perspektive. Meine Generation ist davon noch nicht so stark betroffen. Aber die nächste Generation und deren Kinder bekommt diese Problematik deutlich zu spüren. Mein Vorredner hat es gerade sehr deutlich ausgeführt. Den Jungen wird gesagt, du musst länger arbeiten und noch dazu bekommst du weniger. Auf die solidarische Rentenversorgung kannst du dich nicht mehr verlassen. Deshalb musst du auch privat für dich selber vorsorgen. Das wagen die zu sagen, in einer Zeit, wo rauskommt, dass mit Riester und Rürup sich nur die Banken und Versicherungen die Taschen füllen und der zukünftige Rentner nur eins hat, nämlich die Arschkarte.
Das, liebe Wählerinnen und Wähler, sind keine Perspektiven für künftige Generationen. Das lief schon mal dramatisch schief, als die Rente ursprünglich eingeführt wurde. Ich gehe ein bisschen in die Geschichte zurück, meine Damen und Herren. 1889 hat der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland eingeführt. Das war damals in Europa eine Revolution. Er hat das aber sehr geschickt gemacht. Das Eintrittsalter für die Rente wurde relativ hoch angesetzt. Und zwar deutlich höher, als wir es heute haben und auch heute erwarten. Das damalige Eintrittsalter war 70 Jahre. Aber die durchschnittliche Lebenserwartung, meine Damen und Herren, war damals nur bei 40 Jahren. In der Tat, eine sehr geschickte Aktion von Bismarck. Denn Sie können sich selbst ausrechnen, wie viele Menschen überhaupt in den Genuss einer Altersrente kommen konnten. Der Trick Nummer zwei war, dass jeder nur das ausgezahlt bekommt, inklusive Zinsen, was er auch einbezahlt hat. Auf Neudeutsch, meine Damen und Herren, nennt man das kapitalgedeckte Rente. Und das wollen die heute mit uns wieder machen. Dann sind wir wieder schon bei Riester und Rürup und all diesen Produkten, die uns die Bank und die Versicherungen gerne als sichere Anlageform für das Alter andrehen wollen. Denn was ist denn mit dem Geld passiert, das die Leute unter Bismarck in die Rentenkasse einbezahlt haben? Der Anspruch auf die Rente ist entstanden, wenn man 40 Jahre lang Beiträge bezahlt hat. Aber dazwischen, meine Damen und Herren, kam die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren und in Deutschland eine Hyperinflation, wo man in der Spitze mit einer Schubkarre voll Geld gerade mal ein Stück Brot kaufen konnte. Und die Rentenansprüche? Klar, die gab es immer noch. Aber was waren die damals dann noch wert? Nicht mehr viel, meine Damen und Herren. Und zu so einem System sollen wir heute zurückkommen? Das, meine Damen und Herren, ist keine Perspektive für unser Rentensystem in Deutschland. Denn wer garantiert uns denn, dass er mit diesen angesparten Geldern außerhalb des gesetzlichen Rentensystems nicht genauso geht wie unseren Vorfahren? Nehmen wir mal alternatives Beispiel, die seit Jahrzehnten liebste Anlageform der Deutschen, die Kapitallebensversicherung. Uns wurde immer versichert, dass man sein Geld gar nicht besser oder sicherer anlegen kann. Und die Gewinnprognosen über 25 oder 30 Jahre, die haben ja wirklich auf dem Papier hervorragend ausgeschaut. Die deutlich niedrigere, garantierte Auszahlung wurde eher so beiseite geschoben. Und natürlich war auch die Kapitallebensversicherung zusätzlich noch steuerfrei bis vor einigen Jahren. Wer sich auf diese Auszahlungsprognosen verlassen hat, meine Damen und Herren, der schaut heute aber richtig alt aus. Da stimmt nichts mehr. Und warum? Weil die Banken und Versicherungen durch ihre Spekulationen uns in eine Finanzkrise gestürzt hat, aus der wir sie jetzt mit billigem Geld der Steuerzahler retten. Und deswegen können sie wegen der niedrigen Zinsen keine Rendite mehr für diese Lebensversicherung mehr erwirtschaften. Aber, meine Damen und Herren, das Thema Kapitallebensversicherung ist sowieso tot. Seitdem die Steuerfreiheit weg ist, will sie kein Mensch mehr haben. Nur die negativen Ausfolgen, die negativen Folgen, Entschuldigung, bleiben noch bestehen. Wie habe ich letzte Woche, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung war es gelesen, die Allianzversicherung bietet jetzt ganz stolz eine Lebensversicherung mit gar keinem Garantiezins mehr an. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Idee, meine Damen und Herren. Im Jahre 2005 wurde die Steuerfreiheit der Auszahlung der Kapitallebensversicherung abgeschafft, angeblich, weil sich die Banken über diese Ungleichbehandlung beschwert hatten. Jetzt musste aber ein neues Produkt her. Mit der Rentenreform 2004 wurde eine neue Rentenformel eingeführt und das zukünftige Rentenniveau gesenkt. Im Gegenzug wurden Riester und Rürup eingeführt, um die private Vorsorge zu stärken. Was für ein zeitlicher Zufall. Denn jetzt, meine Damen und Herren, hatten nicht nur die Versicherungen ein neues Geschäftsfeld, sondern jetzt konnten auch die Banken ihre Leute losjagen und kräftig neue Verträge abschließen und Provisionen einsacken. Was, meine Damen und Herren, macht denn der Herr Riester heute, nachdem er uns dies alles eingebrockt hat?
Der Herr Riester ist im Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters Union Asset Management Holding und pflegt gemeinsam mit Herrn Rürup laut Transparency International beste Kontakte zum Finanzdienstleister AWD. Wehe dem, der hierbei Böses denkt. Lassen Sie uns noch gemeinsam in die Aussichten für unsere jüngere Generation blicken. Das klassische Erwerbsleben, wie wir es kennen, existiert praktisch nicht mehr. Die Jungen werden nach ihrer Ausbildung von einem unbezahlten Praktikum zum anderen geschoben. Befristete Arbeitsverhältnisse mit allen ihren Auswüchsen sind nicht mehr die Ausnahme, sondern werden immer mehr zum Standard. Bald wird es, meine ich, mehr Zeitarbeitsplätze als reguläre Arbeitsplätze geben. Und wenn es sie dann schon gibt, meine Damen und Herren, dann müssten sie auch anständig bezahlt werden. In Frankreich verdient ein Zeitarbeiter nicht nur genauso viel wie sein festangestellter Kollege, sondern sogar noch 10% mehr. Und da überlegt sich manches Unternehmen, ob er nicht lieber fest anstellt oder einen Zeitarbeiter nimmt. Davon können wir hier aber nur träumen. Welche Perspektive hat denn jemand, der tagtäglich zum Beispiel seine Backel ausfährt und sich für ein paar Euro 50 den Arsch aufreißt? Sollen wir dem sagen, arbeite dich krumm, bis du 70 bist, denn so wird es weitergehen, wenn man diesen demografischen Schwindel glaubt. Dann darfst du für deine letzten Jahre anschließend noch betteln gehen, denn deine Rente wird mit Sicherheit nicht reichen. Nein, meine Damen und Herren, das hat mit Generationenvertrag und Generationengerechtigkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wir müssen den Jungen eine Perspektive bieten, sonst dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie keinen Bock haben, für die Renten der Alten zu sorgen. Wir in Deutschland haben wirklich auch noch Glück. Wir haben aktuell eine Jugendarbeitslosigkeit von 7,5%. Aber wenn wir unsere südlichen Nachbarländer anschauen, dann liegt dort die Arbeitslosenquote teilweise schon bei über 50%. Das, meine Damen und Herren, wenn Sie genau darüber nachdenken, ist ein extremer sozialer Sprengstoff. Wie lange, glauben Sie, lassen sich die Jungen denn das noch gefallen? Wenn ich heute in meinem Stimmkreis mit jungen Leuten über dieses Thema spreche, dann höre ich immer öfter: Ihr Alten glaubt doch nicht im Ernst, dass wir euch durchfüttern werden. Hier, meine Damen und Herren, müssen wir gegensteuern. Wir müssen dafür sorgen, dass der Generationenvertrag wieder funktioniert. Aber wie soll das gehen? Wir müssen für eine vernünftige Rentenreform das Rad nicht neu erfinden, meine Damen und Herren. Wir Piraten haben geforscht und zusammengetragen, das Internet hilft uns ja dabei sehr gut, wir können das ja, wo es in Europa funktionierende und zukunftsfähige Modelle gibt und wie man diese auf Deutschland übertragen kann. Was brauchen wir dazu am dringendsten? Wir brauchen dazu, meine Damen und Herren, wieder eine solidarische Rentenversicherung, die diesen Namen auch verdient. Es kann nicht sein, dass sich etliche Gruppen unserer Gesellschaft aus dieser Verantwortung stehlen. Von wem spreche ich? Wer beteiligt sich denn nicht an der solidarischen Rentenversicherung? Ein paar Beispiele, meine Damen und Herren. Dazu gehören Rechtsanwälte, dazu gehören Ärzte, dazu gehören Selbstständige, dazu gehören natürlich auch Politiker und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, dazu gehören auch Beamte. Vergleichen Sie doch mal in Anführungszeichen den Standardrentner mit einem Pensionär. Was ist ein Standardrentner? Ja, nein, nicht ganz. Also ein Standardrentner, ich komme nachher gern zurück. Habe ich gehört, die Rentenerhöhung von gestern, 1,63 ist sogar schon eine Menge. Also ein Standardrentner ist jemand, der 45 Jahre in die Rentenversicherung einzahlt und durchschnittlich 30.000 Euro verdient. Aber meine Damen und Herren, diesen Standardrentner gibt es nicht. Denn nur jeder vierte von 10 Männern ist über diesen Zeitraum arbeitsfähig. Und wenn es ihn dann geben sollte, dann bekommt er hier im Westen eine Rente von 1.224 Euro im Moment. Aber wenn wir uns jetzt die gezahlte, wirklich bezahlte Durchschnittsrente anschauen, dann bekommen wir bei den Männern hier im Westen monatlich gerade noch 970 Euro. Und jetzt wird es ganz traurig, meine Damen und Herren. Wenn wir uns die Durchschnittsrente der Frauen anschauen,
dann sind wir im Monat bei 473 Euro. Nehmen Sie das zusammen, Männer und Frauen, dann kommen Sie auf eine Durchschnittsrente im Monat von 697 Euro. Meine Damen und Herren, das liegt knapp über Hartz IV. Und die Beamten? Nach einer Studie der Uni Freiburg liegt die Durchschnittspension bei den Beamten bei 2500 Euro. Das, meine Damen und Herren, ist nicht gerecht und das ist auch nicht zukunftsfähig. Wie in vielen anderen europäischen Ländern wollen wir auch hier, dass alle solidarisch einzahlen. Alle, ohne Ausnahme im Rahmen ihrer Möglichkeiten, auch die Beamten. Und weiter wollen wir, dass die leidige Bemessungsgrenze, die Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben wird. Allein das Wort ist schon ein Witz. Denn was bedeutet diese Beitragsbemessungsgrenze? Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. Wer heute etwa 70.000 Euro verdient, der zahlt bei einem Beitragssatz von 20%, ich rechne das mal rund, da kann ich leichter rechnen, der zahlt im Jahr einen Rentenbeitragssatz von 14.000 Euro. Und dann ist Schluss, meine Damen und Herren. Wenn dieselbe Person nun 100.000 Euro im Jahr verdient oder 200.000 oder gar 300.000, meine Damen und Herren, der Jahresbeitrag für die Rentenversicherung, der bleibt bei 14.000 Euro. Das wird nicht mehr. Ist das gerecht? Ist das fair? Nein, meine Damen und Herren, ich empfinde das nicht als fair. Ich finde, diese Grenze muss verschwinden. Schauen wir doch mal über die Grenze. Wenn zum Beispiel ein Herr Ackermann in der Schweiz 10 Millionen verdient, dann zahlt er dort beim selben Beitragssatz wie hier, weil dann nehmen wir mal 20% an, dann zahlt er 2 Millionen Euro in die dortige Rentenkasse ein. Und das ist gerecht, meine Damen und Herren. Denn starke Schultern können das auch tragen. Können wir das auch, was unser kleiner Nachbar uns seit Jahrzehnten vormacht, ein solidarisches Steuersystem und Rentensystem, an dem sich alle Menschen beteiligen und aus dem jeder Leistungen bezieht? Wir Piraten sagen ja, wir können das. Und das Piratenprogramm lautet entsprechend folgendermaßen. Wir fordern eine Mindestrente für jeden Rentner, die eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Wir fordern eine Umgestaltung des Rentensystems in der Art, dass zukünftige Rentner wieder von einer sicheren Rente im Alter ausgehen können. Wir fordern, dass die Einnahmebasis verbreitert wird und die Stärkeren sich angemessen mit Beiträgen an der Rentenversicherung beteiligen. Und jetzt werden Sie sich ja fragen, wie soll denn das gehen? Ich sage es Ihnen. Alle bestehenden Rentensysteme, die berufsständischen Versorgungssysteme und die Pensionen im öffentlichen Dienst werden zu einer Rentenkasse zusammengeführt. Alle steuerpflichtigen Einkommen und Kapitalerträge werden zur Zahlung von Rentenbeiträgen verpflichtet. Dazu gehören auch Mieten und Zinsen, meine Damen und Herren. Keine Berufsgruppe wird ausgenommen. Die Beitragsbemessungsgrenze soll entfallen. Und in die Rentenkasse zahlen alle in Deutschland lebenden Menschen einkommensabhängig ein. Aber wir denken natürlich auch an die Selbstständigen. Die Beiträge von Selbstständigen werden sich an ihren jeweiligen Unternehmenszahlen orientieren, sodass diese nicht in ihrer Existenz gefährdet werden. Die sollen nur zahlen, wenn sie auch verdienen. Die Rentenbezüge sollen sich in einem Korridor bewegen, von einer Minimalrente, von der man würdig existieren kann, bis zu einer Maximalrente für die, die einfach mehr eingezahlt haben. Und natürlich muss die Rente angepasst werden, nämlich jährlich um einen Faktor, der die Inflationsrate berücksichtigt. Außerdem muss ein Faktor eingeführt werden, der die Änderung weiterer Kosten, wie zum Beispiel Gesundheitskosten, berücksichtigt. Ganz wichtig auch, die staatliche Rentenkasse verwaltet sich eigenverantwortlich, ohne direkten Zugriff durch den Staat. Der Staat schafft nur den gesetzlichen Rahmen.
damit endlich Schluss ist, dass unsere Regierung in die Rentenkasse ihre Finger reinsteckt. Die Rentenkasse dient nur einem, nämlich der Rente. Sie ist zweckgebunden dafür. Das, meine Damen und Herren, ist das Programm der Piraten für eine zukunftsfähige Rentenreform. Mit Ihrer Stimme für uns Piraten sorgen Sie dafür, dass wir dieses Thema vorantreiben. Deshalb am 15. September und am 22. September, meine Damen und Herren, Piraten wählen. Vielen Dank.